Ja, herzlich willkommen, Udo Janning, Markus Gutknecht. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt zwischen den beiden Workshops zum Interview. Ich hätte gerne mit euch jetzt noch über den ersten Workshop, den ihr gemacht habt. Der heißt ja Selbstorganisation in der ambulanten Pflege. Euch darüber über den Workshop mit euch gesprochen. Aber vielleicht zuerst, wer seid ihr, Udo? Wer bist du? Ja, ich komme aus Deutschland und bin bei Bürzorg Deutschland am Arbeiten. Ich bin Altenpfleger seit etlichen Jahren und war so im Altenpflegesystem immer unterwegs. Und ja, wir sind vor Jahren auf das holländische Modell Bürzorg gekommen und ich bin da so mehr oder weniger der Teambegleiter für die neuen Teams, die sich in Deutschland gefunden haben, um das Bürzorg-Modell selbstverantwortlich dann zu leben. Okay, danke. Markus? Markus Gutknecht, Geschäftsleiter der Spitex Region Olten. Ich bin dort Geschäftsleiter seit 2003, habe gut 13 Jahre hierarchisch gearbeitet. Möchte nicht sagen, mehr schlecht als recht, aber es gab einfach so diverse Sachen, die haben mir nicht wirklich gefallen. Habe dann an der Fachhochschule an einem Event Joste Block von Bürzorg kennengelernt und war voll begeistert von seinem Modell der Selbstorganisation und habe dann das 2018, letztes Jahr, haben wir das eingeführt nach einer längeren Vorbereitungszeit. Ja. Und jetzt, was habt ihr im Workshop? Habt ihr über eure Modelle berichtet oder über was habt ihr berichtet in eurem Workshop? Wie ist das abgelaufen? Ja, der Markus hat eben den Werdegang hier in der Schweiz dargestellt und auch die Stolpersteine. Und ich eben den Werdegang in Deutschland mit den gleichen Stolpersteinen und den gleichen Problemen der Bürokratisierung und so weiter. Ja. Und wir haben schnell festgestellt, dass sich da vieles ähnelt. Ja, es gibt kleine Nuancen, die auseinandergehen, aber im Grunde haben wir alle die gleichen Probleme, haben wir gemerkt. Ja. Viele Leute sagen ja, das funktioniert super in Holland, Bürzorg. Und ihr macht das jetzt in Deutschland, in der Schweiz. Was sind denn so Stolpersteine, Deutschland oder Schweiz? Es gibt zwei Arten. Also einmal gibt es die Kassen, das ist ein neues Verrechnungssystem. Auch wir arbeiten nach Zeit, nicht mehr nach Modulen. Und das ist natürlich viel Bürokratisierung, die wir jetzt aus dem Weg räumen müssen, zusammen mit den Kassen und allen Partnern. Aber eigentlich ist vom Pflegerischen her ist der eigene Kopf, der die Hierarchie erstmal wieder da rauskriegen muss aus dem Kopf. Wir kennen es nicht anders, hierarchisch zu arbeiten. Wir werden geführt und geleitet, wohin auch immer. Ja. Und und die Teams müssen das lernen. Ja. Selber klar. Ja. Also es ist eine strukturelle Geschichte mit Abrechnung, aber auch so die individuelle Entwicklung. Ja. Spitalbereich ist ja sehr hierarchisch geregelt. Hm? Ja. Ja. Genau. Ähnlich in der Schweiz oder gibt es da andere Herausforderungen? Genau das Gleiche. Also würde ich auch sagen, die Hierarchie, wir sind alle so sozialisiert, hierarchisch sozialisiert im Berufsleben. Das geht nicht von heute auf morgen. Braucht viel Geduld, haben wir festgestellt. Sehr viel Geduld. Das ist nicht unbedingt. Man muss Zeit haben. In der heutigen Zeit, wo niemand mehr Zeit hat, müssen wir Zeit haben. Das ist, glaube ich, so der größte Luxus, den wir da anwenden können, diese Zeit auch zu geben und die Geduld zu haben. Weil meistens, wenn man keine Geduld mehr hat, dann fängt man an, hierarchisch wieder zu intervenieren, um es schneller zu machen. Ja. Und genau das ist ein sehr großer Fallstrick. Ja. Da muss man immer sehr, sehr aufpassen von der Führung her. Geduld meint ja so ein bisschen die Entwicklung der Menschen, das dauert, man stellt sich nicht von einem Tag den Hebel auf die andere Seite. So. Aber ihr werdet ja nicht nur Geduld haben, sondern ihr werdet ja vielleicht oder wahrscheinlich auch Sachen unternehmen, um die Geduld zu beschleunigen. Mal so gesagt, salopp. Was macht ihr denn da? Ja, wir müssen viel, viel aufklären. Es gibt ja viele Aufgaben, die ich als Leitung beispielsweise jetzt abgebe an die Teams und um das zu beschleunigen. Ich kann das nur dadurch beeinflussen, dass ich die Teams sehr sicher mache in dem, was sie tun und meine Aufgaben denen sehr gut erkläre, vorher und die gut schule. Ja. Das machen wir mit Unterstützung der holländischen Coaches, die sehr viel Erfahrung schon haben, dass die Teams lernen zu kommunizieren, achtsam zu kommunizieren, aber auch die Aufgaben eben durchzuführen, die ich sonst immer getan habe. Und ja,
da muss viel Wissen vermittelt werden. Und das im alten System, das läuft ja noch, und das neue, man muss das sehr dosiert machen und sehr langsam machen, weil dann sind die schnellstens überfordert. Ja. Aber noch sind sie alle sehr motiviert und haben Spaß. Und okay. Das ist die Hauptsache. Wie groß ist denn die Organisation? Ich habe das. Ja, wir sind, das ist die Sanderpflege in Emstetten, und wir machen alles an Altenpflege, sind so 1500 Mitarbeiter. Ach, doch, so. Aber ein großer Teil ist auch ambulant. Ja. Einige Teams von diesen Ambulanten sind angefangen, eben das Bierzugmodell umzusetzen. Ja. Aha, ihr macht das so in einzelnen Teilen und versucht dann das auszuweiten. Genau, wir sammeln jetzt auch die Erfahrungen wie alle, und die drei, vier Teams, die wir haben, die versuchen wir zu schulen, und wenn es klappt, und davon gehen wir aus, soll sich das ausweiten auf die anderen auch. Mhm. Und wie beschleunigt ihr die Geduld? Also ich denke, beschleunigen kann man das nicht, man kann doch, vielleicht kann man Prozesse unterstützen. Ich erinnere mich jetzt an eine Situation vor 2 Tagen. Was für die Leute wirklich neu ist, dass sie so Personalleitungsaufgaben haben, also zum Beispiel Bewerbungsgespräche führen, Austrittsgespräche. Und das war so eine Situation, da hat eine Mitarbeiterin ein Austrittsgespräch vor sich gehabt, ihr erstes. Und die hatte natürlich irgendwie Unsicherheiten und so. Mhm. Und dann sie bestärken in dem, nein, du kannst das und so, und vielleicht noch ein paar Tipps geben, was ich für Erfahrungen gemacht habe, und wie man das auch irgendwie Druck wegnehmen aus der Situation. Das ist in diesem Fall sehr gut gelungen, und sie war dann am Schluss total happy und hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Schön. Aber das ist so diese Art Arbeit. Ja. Also ich habe im Workshop auch gesagt, so ein bisschen mehr so vom Verordnen zum Überzeugen auch, zum Bestärken. Ja. Okay. Weil die Leute können viel, viel mehr, als man ihnen zutraut oder als man denkt. Ja. Zum Workshop, was hat euch erstaunt, oder was war so die Rückmeldung, die ihr bekommen habt? Was hat die Leute am meisten beschäftigt? Mich hat erstaunt, dass sehr, sehr viele Menschen, die da waren, hier aus der Schweiz, das schon kennen. Ja, die das Modell kennen, die selbstverantwortlich schon gehört und auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Und sie sind noch relativ neu in der Pflege. Ja. Es war ein toller Austausch, weil ich nicht von Null angefangen bin, sondern die kannten die Grundsätze und Prinzipien. Es ging eigentlich darum, wie kann man es umsetzen, hat das eine Chance? Das waren eigentlich die Fragen und Diskussionen, die gekommen sind. Das war sehr anregend. Ja. Ja. Und für dich? Mich hat am meisten erstaunt, dass eine Frage nicht gekommen ist, nämlich die, ob das nicht laissez-faire sei. Weil wenn ich das mit, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier Leute sind, die dem Ganzen sehr aufgeschlossen gegenüber dastehen, weil wenn ich so mit meinen Kollegen im Berufsleben sonst rede, dann merke ich immer, dass irgendwie so diese Frage bei allen mitschwingt. Ja. Und man sich immer wie rechtfertigen muss, dass das nicht irgendwie einfach eine jeder kann machen, was er will, Organisation ist. Und von daher war es nicht so, aber das hätte ja sein können, dass trotzdem das jemand fragt. Ja. Also, wenn ich es recht verstanden habe, das Modell von Bürzorg, das ist sowieso so eine Idealvorstellung, und ihr versucht es dann so in eure Länder oder in eure Kulturen, genau, oder Systeme zu adaptieren. Ja. Ja. Anpassen. Ja, wir versuchen so viel wie möglich zu mit rüberzunehmen. Wir haben auch einen großen Vorteil, ich finde den gar nicht, gegenüber zu dir, Markus. Wir sind eine halbe Stunde weg von den Holländern. Ja, genau. Und wir können Joste Block täglich besuchen, wenn wir wollten. Ja. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt, und die helfen uns weiter. Und wo Menschen sind, die mit Skepsis kommen und sagen, das kann nicht sein, wir können immer über die Grenze verweisen, sagen, fahrt eine halbe Stunde, da machen die das so, schaut es euch an, das geht. Ja. Das haben wir immer wieder so, die Überzeugung, dass das machbar ist, dass es eine wichtige Geschichte bei der Entwicklung ist. Oder so. Wie machst denn du das? Immer Leute nach Holland schicken, die sind teuer, oder? Das ist ein bisschen teuer, und unsere Mittel sind sehr begrenzt. Ja. Ja, das müssen wir halt selber machen, das ist schon so. Also da liegt sehr viel auf unseren Schultern. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Also das
Darum braucht es auch sehr viel Überzeugung unsererseits, sehr viel Überzeugung. Ja. Aber wir haben auch unsere Netzwerke jetzt mittlerweile in der Schweiz, wo wir haben schon mal Joste Block eingeladen und jetzt wird nächstens ist vorgesehen, dass mal ein Coach kommt und sich mit uns trifft und da können wir Fragen stellen und so. Ja. Und das ist immer sehr fruchtbar und sehr interessant. Aber klar, das ist ganz eine andere Situation. Da ist er sehr privilegiert. Gut, vielen Dank, Udo Janning, Markus Gutknecht. Danke fürs Interview. Gerne.